Hey, da mein letztes Video 8 Monate her ist und ich nicht einmal das geplante Video zu E3 produziert habe, kommt jetzt ein Video zu Super Smash Bros. Ultimate. Als erstes möchte ich sagen, das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Ich mag den Grafikstil sehr und auch die kleinen Gameplay-Optimierungen wie dem Directional Air Dodge, welcher eine weitere Prise Strategie hinzufügen könnte. Genauso wie man mit dem veränderten Trainingsmode durch die Flugbahnen, jetzt haltet euch fest, trainieren kann. Es gibt 103 Stages und ca. 900 Musikstücke, bis jetzt. Und diese Funktion, dass man Playlists erstellen kann, macht vieles übersichtlicher. Aber wer nimmt seine Switch statt einem Handy oder MP3-Player mit, um sich Songs anzuhören? Aber egal. Nett. Mehr als nett sind dafür die Modi. Squad Smash oder Smash für alle sind super und könnte mit Freunden echt witzig sein und einen größeren Wiederspielwert dadurch dem Spiel geben. Wobei ich wahrscheinlich eh die meiste Zeit online zocken werde. Ich hoffe so sehr, dass der Online-Modus mal gut ist und nicht so schrecklich wie in Brawl oder 4. Wobei, in Smash 4 ging es noch, aber könnte echt besser sein. Kommen wir nun zu dem wohl wichtigsten Aspekt des Spiels: die Kämpfer. Und nein, ich werde jetzt nicht zu jedem Kämpfer einen Kommentar abgeben, wie es in der ersten Smash Direct, aka E3, gemacht wurde, sondern nur über die interessanten. Alle Kämpfer sind wieder da. Hell yeah! Ich habe Ice Climbers und Snake nicht wirklich vermisst. Und Young Link und Pichu. Ha! Ist trotzdem cool. Als Jubiläum von Smash alle Charaktere spielbar zu machen, macht Sinn und ist eine große Bereicherung. Doch spannender sind die komplett neuen Chars. Daisy als Echo von Peach, Inkling, was sehr offensichtlich war, aber durch dessen Movesets einen echt interessanten Kämpfer abgibt. Mein Highlight, Ridley. Nein, wirklich, ich bin so krass ausgerastet, ich hätte beinahe alles auseinandergenommen. Metroid gehört zu meinen absoluten Lieblingsvideospielereien und mehr Repräsentation durch Ridley oder auch Dark Samus als Echo kann ich nur gutheißen. Dann haben wir noch Quam als Echo, Simon und Richter von Castlevania, was mich auch sehr gefreut hat, King K. Rool, eine große Überraschung, was mich nun auf einen Donkey Kong Country mit einem Auftritt von ihm hoffen lässt. Und Isabella von Animal Crossing. Viele haben sich darüber aufgeregt, was ich nicht verstehen kann. Obwohl ich zwar die Spiele wirklich mag, bin ich nicht der größte Fan. Und trotzdem, Animal Crossing ist ein großes Franchise von Nintendo und dadurch völlig legitim. Nun, welche Kämpfer wünsche ich mir denn noch? Mir ist bewusst, dass nur noch wenige Charaktere wahrscheinlich angekündigt werden. Trotzdem, hier meine Hoffnungen. Also, natürlich schon mal Son Goku. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, hätte er ein großes Moveset-Potenzial und nein! Natürlich möchte ich nicht, dass Son Goku in Smash ist. Super Smash Bros. Repräsentiert Charaktere, die ursprünglich einem Videospiel entspringen. Und Goku ist aus einem Anime. Also hört auf. Fangen wir mit einem recht populären Wunsch an: Horror Kid. Majora's Mask ist neben Breath of the Wild mein absolutes Lieblings-Zelda. Und ich könnte mir das Horror Kid als wirklich interessanten Kämpfer vorstellen. Er könnte irgendwelche dunklen Mächte einsetzen oder auch Abwandlungen der Angriffe vom Endkampf. Das Sonic Franchise könnte auch gerne einen weiteren Kämpfer spendiert bekommen. Ob es nun Shadow oder auch Metal Sonic als Echo sein würde. Wobei erstes wahrscheinlicher ist. Ich meine, seien wir mal ehrlich: Shadow ist eh cooler, weil edgy. Look how pathetic they are. I don't have time for these humans. Wow, ist der cool. Sehr unwahrscheinlich allerdings ist Abe von Oddworld. Super Spiel, doch zu unbekannt für Smash. Und obwohl er schon mehrere Auftritte auf einer Nintendo-Konsole hatte, wird er wohl nie seinen Platz bei Smash finden. Aber selbst wenn das Moveset recht schwierig gestaltbar wäre, hat das auch Duck Hunt nicht aufgehalten. Ein Hund. Aber wie cool wäre es, durch Chanten vielleicht einen zuvor erschienenen Sleek für sich kämpfen zu lassen? Auf Alum zu reiten oder einfach Granaten auf andere Kämpfer zu werfen. Man könnte viel aus ihm machen, doch wie gesagt, es wird nie passieren. Doch mein letzter und mein größter Wunschkämpfer wird vielleicht eher Super Smash Bros. Beitreten. Sora von Kingdom Hearts. Hashtag Sora for Smash. Ich würde meinen Verstand verlieren. Und wenn dann auch noch ein Story-Modus mit ein paar Cutscenes, ähnlichem Levelaufbau wie im Adventure-Mode von Melee und die Genialität des Subspace Emissary ansatzweise gerecht wird, kann es nur ein unglaublich gutes Spiel werden. Was es ohnehin schon ist, keine Frage.
Doch nochmal zu Sora. Über sein Moveset müssen wir nicht reden. Er hat sein Keyblade, Magie, Limit Forms und. Und bevor welche gerade schreien, aber da sind ja auch noch Donald und Goofy und außerdem besitzt Disney die Rechte an Sora, was denkst du dir dabei? Sora tauchte zuerst in Kingdom Hearts auf und die Disney-Charaktere sind in diesem Fall nicht wichtig. Außerdem wären Disney und Square Enix vollkommen okay mit Sora in Smash. Also müssten wir nur noch Sakurai anfragen. Zwar glaube ich eher, dass Sora als DLC kommen würde, gerade da auch Gino als sehr stark gewünschter Kämpfer, mit dem ich absolut zufrieden wäre, zu Beginn dabei sein könnte. Ich habe erst dieses Jahr angefangen, alle Kingdom Hearts Spiele nachzuholen und ich liebe sie. Gut geschriebene Story, wo auch viele jetzt aufschreien werden, liebliche Charaktere und super Gameplay. Daher wäre Sora in Smash einfach Wahnsinn. Doch ob es wohl wirklich passieren wird, ist abzuwarten. Hiermit habt ihr auch nun meine Gedanken zum neuen Super Smash Bros. Ultimate. Wäre nett, wenn ihr das Video bewerten könntet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann!